Also, die nächste Band, die kommt hier aus der Gegend. Und die stehen kurz vor ihrem ganz großen Durchbruch. Systemfehler mit Ben Inge Tanz. Let's go! Also ich wusste sofort, es ist ein Ohrwurm, es hat zu dem Titel vom Film gepasst, es hat zu den Rollen gepasst, es hat zu allem gepasst und es war super. Im Song Wenn Inge tanzt, worum ja eigentlich so ein bisschen der ganze Film sich dreht, geht es vor allem um die Inge, die das ganze Leben so ein bisschen stocksteif nimmt und sehr unentspannt ist. Inge, du Daddy Queen, alles fit bei dir. Wir machen es jetzt ständig lustig über sie und dann liegt es halt nahe, dass wir einen Song über sie schreiben, der, weil er aus vollem Herzen ist, ziemlich gut ankommt sogar allen. Wir haben das Lied gespielt und die sind sofort abgegangen. Das ist ein Ohrwurm irgendwie, das ist ein Radiosong. Die Leute haben es geliebt und haben es irgendwie immer gesungen. Erstmal glaube ich, dass die Jungs so ziemlich jeden Mädchengeschmack abdecken werden. Die werden also quasi Groupies en masse haben. Ich dachte, oh, diese Punkrock-Elemente gepaart mit jungen, modernen Typen, die Vollgas geben. Natürlich auch, dass es ums Feiern geht oder ums Spaß haben. Also ich denke schon, dass es sehr die heutige Zeit widerspiegelt, auch sprachlich. Hey Alter, das ist geil! Hey, wir dürfen es nicht wieder feiern, okay? Deswegen kommt Paris. Professionelle Show und fetter Sound. Die Texte sind auch super. Also es ist echt so, dass du sagst, okay, wow, hätte ich nicht gedacht. Also es ist ziemlich geil. Es ist wirklich gute Musik. Komm!